Joaquin Guzman ist der wahrscheinlich bekannteste Drogenboss unserer Erde. All das ist auf seinen kriminellen Werdegang und seinen finsteren Aktivitäten zurückzuführen. Aber über die brutalen Männer in El Chapos Team ist nicht viel bekannt. In dem heutigen Video werden wir uns seine besten Hitmen anschauen, die seine Befehle ausführten. Fangen wir an. Manuel Alejandro Aponte Gomez. Allgemein war er als Aponte bekannt und arbeitete sehr eng als leitender Hitman mit El Chapo im Sinaloa-Kartell zusammen. Er half Guzman dabei, seinen Ruf zu erlangen. Aponte war für die Planung des Tunnels verantwortlich, durch den El Chapo aus dem Gefängnis entkommen konnte. Doch wo hat Aponte die Fähigkeiten erworben, die ihn zu einem der grausamsten Killer im Sinaloa-Kartell gemacht haben? Ein kurzer Blick in seine Geschichte gibt uns die Antwort. Bevor er seinen Weg in die dunkle Welt der Mafia und Drogenkartelle fand, diente er mehrere Jahre dem mexikanischen Militär. Das Sinaloa-Kartell war nicht das erste, bei dem er seine Dienste anbot, doch El Chapo war von ihm überzeugt. Aponte erwies sich als wertvolles Mitglied der Gruppe und wurde schnell zum Sicherheitschef ernannt. Seine Aufgabe war einfach. Während sein Boss El Chapo immer intensiver gejagt wurde, musste er sicherstellen, dass er nicht erwischt wurde. Und falls er in Gefangenschaft gerät, war es seine Aufgabe, so schnell und reibungslos wie möglich einen Fluchtplan anzufertigen. Doch als 2014 El Chapo zum zweiten Mal gefasst wurde, starb Aponte auf mysteriöse Art und Weise. Am 8. April 2014 wurde Aponte tot neben seinen Mitarbeitern für den Bereich Sicherheit aufgefunden. Sein Körper wies Anzeichen von Folter auf und es war offensichtlich, dass er mehrmals angeschossen wurde. Mario Iglesias Villegas. Mario Iglesias Villegas hatte mehrere Spitznamen. Einige nannten ihn Dos, Delta, El Tu, Parker und viele andere kannten ihn als den Sensenmann. All diese Namen überlagerten seinen Geburtsnamen und wiesen auf eine bestimmte Sache hin, die ihn als das definiert, was er war. Mario war ein professioneller Mörder und der Leiter einer Spezialgruppe innerhalb des Kartells, die als Sicarios, also Auftragsmörder, bekannt war. Seine Zeit im Kartell war recht kurz, von 2008, bis er sich zum ersten Mal anschloss, bis 2012, als er verhaftet wurde. Doch in dieser scheinbar kurzen Zeit starben Tausende von Menschen in Mexiko, insbesondere in Ciudad Juárez. Während seiner Schreckensherrschaft wurde die Stadt aufgrund der Mord- und Gewaltraten als die tödlichste Stadt der Welt bezeichnet. Die Aufgabe von Mario bestand darin, sicherzustellen, dass das Sinaloa-Kartell in der Juárez-Region insbesondere in Bezug auf die illegale Drogenszene herausragte. Er war so rücksichtslos in seinen Operationen, dass er einen Mann am Tag seiner Hochzeit entführte und ermordete, zusammen mit seinem Bruder, der Trauzeuge war, und seinem Onkel. Die Opfer waren Rafael Morales Valencia, Jamie Morales Valencia und Guadalupe Morales Ariola. Marios Herrschaft endete, als er 2012 gefangen genommen und bis zu seiner Verurteilung im Jahr 2022 von einem Bundesgericht in Texas inhaftiert wurde. Er wurde wegen Geldwäsche, Entführung und Mordes sowie weiterer Verbrechen für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. José Antonio Torres Marufo. Marufo war auch als 14 oder der Jaguar bekannt. Er war einer der führenden Vollstrecker, die von El Chapo beauftragt wurden, die Kartellaktivitäten des Drogenhandels in der Stadt Juárez zu überwachen. Seine Aufgabe bestand darin, den Drogentransport von der Stadt in die Vereinigten Staaten zu überwachen und sicherzustellen, dass die Konkurrenz eliminiert und ausgelöscht wurde. Er nutzte ein koordiniertes System zum Transport von Drogen, um von den Strafverfolgungsbehörden nicht erwischt zu werden. Unter seiner Aufsicht wurden große Mengen Kokain und Marihuana über internationale Brücken in die Wüste und in die USA transportiert. Marufo kontrollierte wichtige Standpunkte um Juárez, um einen reibungslosen Transport durchführen zu können. Für den Kampf stattete er die Anhänger des Sinaloa-Kartells mit modernen Waffensystemen aus. So konnte das Sinaloa-Kartell ihre Konkurrenz leichter überwältigen. Grundsätzlich war er verantwortlich für die Bereitstellung von Geld und Waffen für den blutigen Juárez-Krieg, um das Leben von tausenden mexikanischen Staatsbürgern zu beenden. Aber bevor er in Juárez aktiv war, hatte er auch im El Paso-Abschnitt des Sinaloa-Kartells operiert und wurde von den Strafverfolgungsbehörden wegen seiner Beteiligung an Gewaltverbrechen gesucht. Die nächsten 40 Jahre seines Lebens wird er jedoch hinter Gitter verbringen, da er im März 2022 zu 40 Jahren Haft verurteilt wurde. Er bekannte sich in drei Anklagepunkten für schuldig. Im Jahr 2012 wurde er verhaftet und 2019 in die USA ausgeliefert.
Seine Verhaftung wurde als großer Sieg im Krieg gegen Drogenkartelle angesehen und führte zur Entdeckung großer Mengen Kokain, Waffen und Millionen von Dollar, die aus dem illegalen Drogenhandel stammen. José Rodrigo Arechiga Gamboa. Er wurde El Chino genannt und leitete eine der berüchtigsten Mordgruppen des Sinaloa-Kartells, die sogenannten Los Antrax. Er arbeitete für El Chapos engen Verbündeten und Mitgründer des Sinaloa-Kartells El Mayor Zambada. Trotz seiner kriminellen Aktivitäten und mörderischen Lebensweise lebte er verschwenderisch und hatte eine starke Präsenz in den sozialen Medien. El Chino lud oft Bilder von sich auf Partys hoch und zeigte seine teuren Besitztümer wie Schmuck, Sportwagen, Yachten und Geldbündel. Er gewann Popularität unter seinen Anhängern, indem er Verlosungen veranstaltete, bei denen er Handys, Autos und Sonnenbrillen an die Gewinner vergab. Sein einziger Versuch, Diskretion zu wahren, bestand darin, sein Gesicht in den sozialen Netzwerken unkenntlich zu machen. Dennoch wurde seine Präsenz in den sozialen Medien sein Untergang, als er von den US-Behörden anhand seiner Bilder aufgespürt wurde. Obwohl er sein Gesicht verdeckte, zeigte er oft seinen Körper, um seine Fitness und seine Trainingsroutinen zur Schau zu stellen. Er hatte auch ein subtil, aber auffälliges Markenzeichen. Einen ringförmigen Diamanten in Form eines Totenkopfes, den Mitglieder von Los Antrax trugen. Die Behörden bemerkten all dies, einschließlich seiner Vorliebe für Reisen und jagten ihn in den Untergrund. Sein grausames Handeln im Sinaloa-Kartell hätte zur lebenslangen Haft führen können. Doch er wurde 2019 zu 7 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt. Nur ein Jahr später wurde er am 3. März 2020 auf Bewährung entlassen. Doch sein Leben nahm schnell ein Ende. 3 Tage nach seiner Freilassung wurde er zusammen mit seiner Schwester tot in einem verlassenen Fahrzeug gefunden. Raúl Mesa Torres. Raúl Mesa Torres war der jüngste Auftragsmörder, der jemals in das Sinaloa-Kartell rekrutiert wurde. Doch seine Herrschaft war von kurzer Dauer. Sein Vater war Raúl Mesa Antiveros, ein führender Kopf im Sinaloa-Kartell. Als er 15 Jahre alt wurde, beschloss er, genau wie sein Vater zu sein. Er hatte eine Vorliebe dafür, sich mit ausgefeilten Waffen und kugelsicheren Jacken zu zeigen und die Bilder auf seiner Social-Media-Seite zu posten. Dies machte ihn bei anderen mexikanischen Jungen beliebt, die zu ihm aufschauten und so sein wollten wie er. Er war entschlossen und bereit, ein rücksichtsloser, krimineller Mastermind zu werden. Eben genau wie sein Vater und alle anderen erfahrenen Auftragsmördern, von denen er umgeben war. Doch an einem verhängnisvollen Tag holte ihn das Gesetz und der Tod ein. All seine Träume wurden zerstört. Am 25. April 2010 war er in Begleitung einer Gruppe von Freunden und Auftragskillern des Sinaloa-Kartells. Sie wurden von den Behörden wegen einer Routinekontrolle angehalten. Doch die Auftragsmörder weigerten sich und befolgten nicht die Anweisungen der Polizei. Torres feuerte einen tödlichen Schuss auf einen der Beamten ab und wurde anschließend selbst von einem anderen Polizisten getötet. Sein Vater kam bereits 2007 ums Leben. Edgar Alexis Mesa Soto. Edgar Alexis Mesa Soto war auch als El Pivi bekannt und ein weiterer Auftragsmörder von El Chapo. Er kontrollierte die Gruppe von Los Salazar. El Pivi war verantwortlich für die Leitung der Gruppenoperationen und dem Drogen- und Menschenhandel in die USA. Sein Vorgänger Adam Salazar Zamorano gründete 2005 die finstere Gruppe, aber wurde 2011 verhaftet und eingesperrt. Diese bösartige Gruppe von Auftragsmördern war ein starkes Instrument des Kartells und war in verschiedenen Bereichen involviert, darunter das Anpflanzen, die Produktion und das Bewachen der Felder und Verarbeitungsanlagen. El Pivi war der Drahtzieher mehrerer hinterhältiger Angriffe, die zum Tod von hunderten Menschen in seinem Bezirk Sonora führten. Am 26. August 2020 wurde er im Alter von 23 Jahren niedergestreckt. Nachdem er an einem mörderischen Überfall beteiligt war, wurde sein Körper einen Tag später um 6.40 Uhr an einem verlassenen Strand gefunden. Es wird angenommen, dass er bei einer Schießerei eine tödliche Schussverletzung erlitten hatte und von Kartellmitgliedern entsorgt wurde. Aureliano Guzmán Loera. Du konntest dir nun wahrscheinlich schon denken, dass Aureliano Guzmán Loera ein Verwandter von El Chapo ist. Nun, er ist sein Bruder und nicht nur das, sondern er ist auch einer der grausamsten Vollstrecker des Sinaloa-Kartells. Nach der Verhaftung seines Bruders übernahm Loera die Position als Leiter der kriminellen Operationen in den Hochlandgebieten von Sinaloa. Seine Brutalität ist sein Markenzeichen. Das hat er durch unzählige Gräueltaten bewiesen. Sein Halbbruder Ernesto Guzmán Hidalgo starb im April 2015 durch seine Hände.
Loera glaubte, dass er Informationen freigegeben hatte, die zur Verhaftung von El Chapo führten. Ernestos Ermordung führte zu einer langwierigen Feindschaft mit dem Beltran-Leyva-Kartell. Im Oktober 2016 ging Loera auf extreme Weise vor, um einen seiner Auftragsmörder freizubekommen. Er griff einen mexikanischen Militärkonvoi mit Granaten an. Bei dem Angriff wurden 10 Soldaten schwer verletzt und 5 getötet. Als Reaktion auf den Angriff von Loera wurden 50 Militärtrucks losgeschickt, um ihn zu fassen. Doch er entkam in den Bergen von Sinaloa. Aktuell ist er immer noch auf der Flucht. Das US-Außenministerium bietet eine Belohnung bis zu 5 Millionen Dollar für jede nützliche Information, die zu seiner Ergreifung führt. Los Capitos. Vor der Festnahme von Joaquin Guzman waren seine Söhne nicht sehr bekannt. Jetzt in seiner Abwesenheit haben sie die Führung der Kartellaktivitäten übernommen und bisher gezeigt, dass sie genauso rücksichtslos wie ihr Vater sind. Es wird gemunkelt, dass El Chapo zwischen 15 und 24 Kinder hat, aber nur 4 von ihnen sind aktiv im Drogenhandel tätig. Ivan, Jesus, Joaquin und Yvonne, die gemeinsam als Los Capitos bekannt sind, was so viel wie die Minenarbeiter bedeutet. Alle außer Joaquin werden von den mexikanischen Behörden und der USA gesucht. Im Jahr 2016 wurden 2 der Los Capitos von einem rivalisierenden Kartell gefangen genommen, aber schnell wieder freigelassen, um den Zorn von El Chapo zu vermeiden. Am 5. Januar 2013 nahm die mexikanische Regierung einen der Söhne von El Chapo gefangen. Sofort brach die Hölle in der Stadt aus. Das Sinaloa-Kartell sorgte für extremes Chaos. Sie gingen auf die Straßen, setzten Busse in Brand, errichteten Straßensperren und feuerten sogar auf Flugzeuge. Die mexikanischen Behörden werden El Chapos Sohn jedoch nicht freilassen und stehen vor einer Auslieferung in die Vereinigten Staaten. Brian Donaciano Olguín Verdugo. Er war auch bekannt als El Pit und einer der Schlüsselmänner, die das Sinaloa-Kartell von El Chapo im Drogenschmuggel erfolgreich machten. Er galt als wichtigste Verbindung zwischen dem Sinaloa-Kartell und anderen gefährlichen kriminellen Organisationen in Kolumbien. Eine solche war die berüchtigte FARC, geleitet von Ivan Mordisco und Gentile Duarte. Im Februar 2022 begab er sich auf eine Mission nach Kolumbien, um mit der kriminellen Gruppe zu verhandeln. Doch dieser Besuch war sein letzter als freier Mann. Verdugo war sich nicht bewusst, dass er auf der Interpol-Liste stand und dass er von dem Moment an, als er kolumbianischen Boden betrat, überwacht wurde. Er hatte Pläne, sich in der Region niederzulassen und hatte sogar Verhandlungen über ein Grundstück begonnen. Verdugo bewegte sich mit gepanzerten Fahrzeugen und strategisch positionierten Wachen, um ihn zu schützen, um eine mögliche Gefangennahme zu verhindern. Dennoch war es ein Facebook-Beitrag, der sein Schicksal besiegelte. Er hatte eine Beziehung zu einem Model entwickelt, das er häufig besuchte, wenn er in der Gegend war. Eines Tages verabredete sie sich mit ihm. Sie machten ein gemeinsames Foto und sie postete das Bild auf ihrer Facebook-Seite. Nur kurz darauf bestätigten die DEA-Agenten seine Identität und die Antidrogenpolizei Kolumbiens wurde informiert. Nach tagelanger Überwachung wurde er gefasst. Verdugo hatte keine Ahnung und versuchte die Polizei mit einer Milliarde Pesos zu bestechen. Aber er scheiterte und wartet aktuell auf seine Auslieferung in die USA. Danach wird er vor Gericht verurteilt. Edgar Galván. Vom Scheidungsgericht über den Club in die dunkle Welt der Kartelle und des Drogenhandels. Das fasst im Wesentlichen das Leben von Edgar Galván zusammen. Er war einer der wichtigsten Auftragsmörder von El Chapo. Im Jahr 2013 hatte er sich von seiner Frau scheiden lassen. Galván änderte seinen Wohnort und begann ein Leben voller Vergnügung und Genüsse zu suchen. Er zog in eine andere mexikanische Stadt und mietete sich eine Wohnung in Juárez. Allein durch die Erwähnung dieser Stadt kann man fast erraten, was direkt danach kam. Die Stadt war gespickt mit verschiedenen Nachtclubs und so begann Galván, sie Nacht für Nacht zu besuchen, um Spaß zu haben und leider auch gefährliche Freunde zu finden. Zu diesem Zeitpunkt traf er auf einen Top-Hitman des Sinaloa-Kartells, José Antonio Torres Marufo. Nach einigen Jahren der Freundschaft begann Galván seine Hände schmutzig zu machen, indem er für seinen neuen Freund und nächtlichen Begleiter arbeitete. Er begann Kokain, Marihuana und Munition innerhalb und außerhalb der benachbarten Stadt El Paso zu schmuggeln. Doch die mexikanischen Behörden konnten ihn aufspüren. Er wurde 2011 verhaftet und zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt. Jesús Rodrigo Fierro Ramírez. Ramírez wurde von seinen Kollegen El 20 genannt und war ein führender Kopf in der Los Antrax.
Eine Gruppe von erfahrenen, rücksichtslosen Auftragsmördern, die für den Tod von Tausenden verantwortlich waren. Er war die rechte Hand des gefürchteten Auftragsmörders Rodrigo Gamboa, bekannt als El Chino Anthrax. Im März 2017 entkam er aus dem Gefängnis, zusammen mit Juan José Esparragosa Moreno, dem Sohn eines wichtigen Anführers des Sinaloa-Kartells. Sie führten ihren Ausbruch durch und schafften es unbemerkt zu entkommen. Etwa 2 Stunden nach dem Ausbruch wurden sie als vermisst gemeldet und die Suche nach ihnen begann. Doch bis heute konnten sie nicht gefunden werden. Rafael Guadalupe Felix Núñez. Die Gruppe Los Anthrax benötigte große Mengen an Munition und Bargeld für ihre Operationen. Daher brauchten sie ein vertrauenswürdiges Mitglied, das den finanziellen Arm der Gruppe ehrlich und effizient handhaben konnte. Die perfekte Rolle für Rafael Guadalupe Felix Núñez. Sogar war er mit der Tochter eines ehemaligen stellvertretenden Direktors der Polizei des Bundesstaates Sinaloa verheiratet. Die beiden sollen 2 gemeinsame Kinder gehabt haben. Núñez war für alle finanziellen Operationen innerhalb der Gruppe Los Anthrax zuständig. Er kommunizierte mit den Bossen des Sinaloa-Kartells und beschaffte die notwendigen Ressourcen, um die Operationen reibungslos am Laufen zu halten. Núñez war auch als El Chanquito bekannt und wurde 2013 zum ersten Mal festgenommen. Zum Zeitpunkt der Festnahme wurde er mit illegalen Waffen und Munition gefunden. Daraufhin wurde er zur Polizeistation gebracht und sein Name wurde in die Datenbank Mexikos aufgenommen. Doch schon wenige Monate später wurde er wieder freigelassen. Im Januar 2014 wurde er erneut festgenommen, brach jedoch 2017 mit 4 anderen Kartellmitgliedern aus dem Gefängnis aus. Seitdem leitet Núñez die Operation des Sinaloa-Kartells in Colima. Juan José Esparragosa Moreno. Er wurde oft als El Azul bezeichnet aufgrund seiner dunklen Hautfarbe, die ihn fast bläulich erscheinen lässt. Er war mehr als nur ein Hitman für El Chapo. Er war ein vertrauter Mitarbeiter und ein gemeinsamer Anführer des Sinaloa-Kartells. Aber Moreno arbeitete zuerst bei der Geheimpolizei in Mexiko. Er wechselte jedoch auf die dunkle Seite und verließ die Polizei, um das Guadalajara-Kartell zu gründen und schließlich seinen Weg zum Sinaloa-Kartell von El Chapo zu finden. Seit der Verhaftung von El Chapo führt Moreno weiterhin seine Fraktion des Kartells an und gehört aktuell zu den meistgesuchtesten Drogenbossen in Mexiko und den Vereinigten Staaten. Er wurde vom US-Außenministerium zur Verhandlung ausgeschrieben mit einer Belohnung von 5 Millionen US-Dollar für Informationen über seinen Aufenthaltsort. Juan José Esparragosa Monzón. Der Hinweis liegt im Namen. Juan José Esparragosa Monzón, auch bekannt als El Negro, war der Sohn von El Azul. Monzón wird gesagt, für die Koordination bestimmter Aspekte des Drogenschmuggelnetzwerks verantwortlich zu sein und auch die finanziellen Angelegenheiten des Kartells zu regeln. Man glaubt, dass er für das Management der Einnahmen aus dem Drogengeschäft zuständig ist. Der Kampf zwischen dem Sinaloa-Kartell und dem Kartell Jalisco New Generation verbreitete Gewalt und forderte Tausende von Menschenleben in Tijuana und Umgebung. El Negro stand auf der Liste der kriminellen Verdächtigen aus Mexiko. Monzón wurde 2016 zusammen mit seinem Leibwächter verhaftet, entkam jedoch kurz darauf im Jahr 2017 mit 3 weiteren hochrangigen Kartellmitgliedern und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Claudia Felix. Die aufgeweckte Claudia Felix ist die einzige Frau auf dieser Liste und als Social Media Persönlichkeit bekannt. Viele konnten jedoch nicht glauben, dass sie trotz ihres schönen Aussehens eine der gefürchtesten Auftragsmörder von El Chapo ist. Im Jahr 2014 begann das Gerücht in den sozialen Medien zu kursieren, dass sie einem Drogenkartell angehört. Es ist bisher unbekannt, ob Untersuchungen durchgeführt wurden, um diese Gerüchte zu bestätigen oder zu widerlegen. Dennoch gab es starke Spekulationen von geheimen Informanten, dass sie tatsächlich tief in das Kartell verstrickt war. Einige dieser Verdächtigungen wurden bestätigt, als sie am 14. September 2019 in ihrer Wohnung tot aufgefunden wurde. Medizinische Untersuchungen ergaben, dass sie am Vorabend an einer Drogenüberdosis gelitten hatte. Sie war nach einer Party mit einem unbekannten Mann nach Hause gegangen, der nicht identifiziert wurde. Die Umstände ihres Todes verstärkten den Verdacht, dass sie tatsächlich mit der Los Anthrax Killergruppe verbunden war und sie auch für ihren Tod verantwortlich waren. Francisco Arque Rubio. Er ist auch bekannt als Pancho Arque und war ein vertrauenswürdiger Auftragsmörder und erfahrener Killer. Dennoch wurde sein Leben in einer Welle von Racheakten mit rivalisierenden Gangs am 1. November 2011 bei einem Hallenfußballspiel in Sinaloa beendet.
In der Halle herrschte plötzliches Chaos, als bewaffnete Männer den Auftragsmörder angriffen und ermordeten. Er wurde in einem unerwarteten Moment überrascht und getötet. Die bewaffneten Männer in der Fußballhalle zwangen zunächst alle, sich auf den Boden zu legen. Danach verpassten sie dem Fußballmanager und Sinaloa-Kartellmitglied Francisco einen Kopfschuss. Nachdem er getötet wurde, begann eine Serie von Morden im Bundesstaat Sinaloa, die alle mit der tödlichen Gruppe Los Antrax verbunden waren. Zunächst wurden 3 Leichen in Guamuchil gefunden. Die Opfer wurden an einer Brücke gehängt, zuvor wurden sie gefoltert. In einem anderen Fall erschoss ein Auftragskiller 8 Menschen und verletzte viele andere auf einem Volleyballplatz in Kualikan. El Sargento Phoenix. Oftmals wurde er als der Phoenix Sergeant bezeichnet, mit dem bürgerlichen Namen René Velázquez Valenzuela. Er war einer der vertrauenswürdigsten Auftragsmörder von El Chapo und ein leitendes Mitglied der Los Antrax. Seine Hauptaufgabe bestand darin, die Kartellgruppe und ihre Anführer vor rivalisierenden Banden zu verteidigen und sicherzustellen, dass Drogensendungen erfolgreich zugestellt wurden. Sein langer Bart, seine kahle Kopfhaut und seine radikale Tötungsmethoden brachten ihm zusätzliche Spitznamen ein: El Gato Negro und El Taliban. Vor seiner Zeit als Hitman war er Lastkraftwagenfahrer. Danach traf er auf Mitglieder des Sinaloa-Kartells und schloss sich ihnen an. Er stieg schnell in den Rängen auf und wurde ein vertrauenswürdiger Verbündeter der Kartellbosse von El Chapo. Bei einer Schießerei mit der Polizei musste er sich den Behörden stellen, damit sein Boss El Chino entkommen konnte. Er wurde verhaftet und für 5 Jahre hinter Gitter gebracht. Als er 2014 freigelassen wurde, kehrte er zu Los Antrax zurück und wurde herzlich begrüßt und zum Stellvertreter gemacht. Knapp 2 Jahre später wurde er getötet, als die mexikanische Armee einen Angriff auf das Kartell durchführte. Andres Rubio Rondero. Rondero war für die Region San Felipe des Sinaloa-Kartells verantwortlich. Die Operationen in diesem Teil des Landes waren recht technisch, aber entscheidend, da es sich um eine Küstenstadt mit Zugang zum Meer handelte. Für das Kartell war es ein Kernfaktor für erfolgreiche Drogenhandelsoperationen. Es gab jedoch ein Problem. Sie waren nicht die einzigen Händler in dieser Region. Die Küste von San Felipe war die Heimat einer seltenen Fischart, die in China sehr begehrt war, der Totoaba. Der Fisch galt als Delikatesse in chinesischen Kreisen der Kulinarik und wurde als traditionelles Heilmittel verwendet, um verschiedene Beschwerden wie Unfruchtbarkeit sowie Haut- und Durchblutungsprobleme zu behandeln. Im Laufe der Zeit wurden die Fische jedoch vom Aussterben bedroht und die mexikanische Regierung verhängte ein Verbot für ihren Handel. Doch natürlich wurde damit auf dem Schwarzmarkt weiterhin gehandelt. Daraufhin griff das Sinaloa-Kartell ein, um die Fischereioperation mit dem Drogenhandel zu verknüpfen. Doch nur ein Jahr später wurde Rondero von unbekannten Schützen brutal ermordet. Alfredo Vizcarra Vega. Er war auch als El Feo bekannt und war der Sohn des damaligen stellvertretenden Polizeidirektors Martiniano Vizcarra Burgos. Er soll der Gründer von Los Antrax gewesen sein, aber über die wahre Geschichte und Ursprünge der Gruppe ist nicht viel bekannt. Mit dem Einfluss seines Vaters bei der Polizei schaffte er es, mehrere Jahre lang unentdeckt zu bleiben. Er koordinierte Kommunikationskanäle zwischen den Anführern des Sinaloa-Kartells und seiner Gruppe von Auftragsmördern. Seine Aufgabe war, hohe Sicherheit bei Drogensendungen herzustellen. Auch sollten die rivalisierenden Banden eliminiert werden. Doch am 4. November 2008 wurde er in einer Autowaschanlage getötet. Er war in der Begleitung des Los Antrax-Anführers El Chino. Ein anderes Kartell überfiel sie und feuerte auf sie einen Kugelhagel. El Chino entkam, doch El Feo wurde vor Ort getötet. Die für den Angriff verantwortlichen Attentäter waren unbekannt, doch es wird vermutet, dass es sich um die Mitglieder des Beltran-Leyva-Kartells handelte. Dabei soll es sich um eine Racheaktion gegen das Sinaloa-Kartell gehandelt haben. Nun, kanntest du alle Auftragsmörder von El Chapo? Lass mich deine Meinung zu den bekanntesten Hitmen wissen und schreibe sie in die Kommentare. Wenn du mehr True Crime Stories von mir sehen und mich dabei unterstützen möchtest, gib dem Video einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Aktiviere auch die Glocke, damit du keine neuen Videos mehr verpasst. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.